Hallo, willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Star Trek Online hier auf meinem Channel Phantoms LP. Wir haben uns in letzter Zeit mit einigen Quests befasst. Ich möchte mal kurz da umschalten. So, ich habe hier immer noch die Kriegsbeute. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich habe zwischendurch ein bisschen weitergespielt. Nicht Episode, sondern das aufmachen. Und zwar, ich habe mir die Set-Teile geholt aus den letzten Missionen. Wir haben jetzt das Set-Teil, man sieht auch schon, ich habe ein bisschen gelevelt und hier das Quanten-Set-Teil. Also ich sehe nicht mehr so aus, als ob ich im Impulsantrieb einen Raketenantrieb drin habe. So, kurze Rede, langer Sinn, ne umgekehrt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mit der weiteren Quest weitermachen, Krieg von gestern haben wir zurzeit nicht, aber... hier der Sonnenaufgang, sondern das Rad der Zeit. Damit machen wir jetzt weiter. Und das ist zukunftssicher. We have been contacted by the Federation from the 29th century. Their Temporal Integrity Commission is charged with protecting the timeline from factions who might want to change history. Considering our recent experiences, we feel the need to better understand the rules of time travel. However, it's important we don't know too much about the future. So we have decided to designate one representative to learn what we need to know. Given your record, you were the logical choice. You were to rendezvous with the USS Postok. Her captain will give you a more thorough briefing upon arrival. Begeben Sie sich zum Kyana-System, welches Sie sich im Delta-Quadranten befindet, und treffen sich mit USS Postok. Sie erhalten lalala, das heißt, gucken wir, was wir so kriegen. Da wäre das nächste Set, was man so kriegen kann. Also hier ist set-technisch extrem viel zu holen. Keine Frage. Schwere konische Minen, Polaron-Waffe, Polaron-Waffe, was haben wir hier? Eine Konsole, Geschützturm, Strahlenbank, irgendein Admiralpaket und hier unten noch eine Konsole. So, das akzeptieren wir. Und wir fliegen hier auch gleich mal aus dem System raus und schauen mal, wo wir hin müssen. So, man hat gerade die DS9 im Hintergrund gesehen mit dem Wurmloch. Ja. So, jetzt sind wir schon auf der Systemkarte. Wir werden da so... Ne, das ist die Badlands. Gehen die Badlands, Ratte geht zu Neukitomeer. Ach, Delta Quadrant. Ich musste glücklicherweise zu sagen, ich bin mit dem Charakter schon im Delta Quadrant gewesen. Das heißt, wir werden da auch. Oh, also, ich bin Transwarp hergegangen. Wir werden hier in den Delta Quadranten gehen. Obwohl, wir können hier das auch ganz schnell machen. Wir können das auch mal kurz so angehen. Man sieht also, man hat hier doch sehr viel Abwechslung mit zukunftssicher, also systemtechnisch. Also fliegt den Beta-Quadranten an, ne, Alpha-Quadranten waren wir gerade und jetzt geht es in Delta-Quadranten und da sind wir auch schon beim Rad der Zeit und zwar an Neukitomeer und da legen wir los. So, und wir machen auch gleich hier einmal eine Bodencrew fertig. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe die Quest schon mal gespielt, habe ich schon mal gesagt, mit meinem ersten Charakter. So erwarten mich eigentlich keine Überraschungen, aber ja, es sind immer doch wieder Überraschungen da. Please report to the USS Postok. So, wir befinden uns auf der Postok. Der Captain, ich spreche immer Captain Walker. It's a pleasure to see you again. I'm glad you were selected as your time's representative. I can't imagine a better selection. Of course, I already knew you were going to be chosen, but that doesn't change my appreciation. Your recent experiences with time travel have begun a new phase of development, and a perilous one at that. Understanding the rules of time travel is of vital importance. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir nehmen das erste. Erzählen Sie mir etwas über die oberste temporale Direktive. Starfleet personnel are strictly forbidden from directly interfering with historical events and are required to maintain the timeline when possible. We're also restricted from revealing too much about the future. These principles have served Starfleet well. Now that the time travel genie is out of the bottle,
be hard to get it back in. The tech will spread through the galaxy, and species after species will learn the secrets of time. Ich habe das mehrfach mit eigenen Augen gesehen. Ja gut, er hat etwas erzählt. Heute werden sie zur Unterzeichnung des temporalen Abkommens gehen. Diese Ehre haben sie sich als Zeitagent verdient und sie sollten sehen, was die Arbeit der Allianz führen wird und wie wichtig sie für die zukünftige Zivilisation ist. Danke, es ist mir eine Ehre. Are you ready to visit the future? Dann bringen Sie mich mal in die Zukunft. Also wir fliegen jetzt in die Zukunft. Die Station, die wir links sehen, da werden, sind wir wichtig vom Ikorianischen Krieg. Hat in dieser Quest leider nur kurzerhand Besuchszeit. So, jetzt geht's los. Neu-Kitomer. 2769. Und wir sind willkommen auf Neu-Kitomer. So, mit Captain Walker sprechen. Here we are. Since you're from the past, I'll be your chaperone during the event. Hopefully protecting you from any temporal incidents. Purely procedural, of course. You've already demonstrated your ability to remain silent about things you aren't supposed to know. Bestätigen. So, jetzt gehen wir dahin. Welcome, gentle being, to the signing of the Temporal Accords. Your biosigns aren't listed on our register today. I'll need to... wait. I know you. I wrote a paper about you in classical history class at the Academy. I must say, you look much younger than your holo images. Wait, what year did you come from? 2410. Oh, that explains why you look so young. Well, you sure have an eventful future ahead of you. Forget I said that. I'm not supposed to say things like that. To be honest, I'm still getting used to the new temporal regulations. They can be a little confusing. Anyway, the TIC crews are scrubbing the hall for anything that might cause a paradox if visitors from the past, like yourself, encounter them. It will be just a few moments. No, what? Perhaps you would like to chat with some of our other guests here in the lobby. I believe they have all been cleared for transtemporal interactions. I'm sure you'll have plenty to talk about. In der Tat. Also wir haben wirklich viel zu besprechen. Jetzt könnte man hier auf die Map gehen. Man sieht gerade, hier ist eine große Karte. Beobachter. Da haben wir zwei Leute. Wir sollen mit einem temporalen Agenten sprechen. Und mit Protestierer sprechen. Das heißt, wir fangen mit dem ersten an. Greetings, friend. How may I help you? Jetzt fangen wir oben an. Wer sind Sie? Where do I start? I'm 157 years old, but that's only because I spent 90 years caught in a temporal distortion. Back then, I was serving as an ensign under Captain Bateson on the USS Bozeman. After that, integrating back into Starfleet was... difficult. So much had changed. Some of my shipmates joined temporal investigations. Their first-hand knowledge of past events was quite useful. Seemed like a way to make a difference. So that's where I ended up as well. Warum sind Sie hier? Same reason as you, I'll imagine. To witness the signing of the Temporal Accords. Usually, temporal agents watch holo recordings of the event. But the three of us were given special dispensation to come and view the Accords personally. Perks for graduating at the top of the class, I suppose. Wir gehen nochmal auf, wer sind Sie? Und jetzt machen wir hier, erkennen Sie mich nicht. Pretty certain we haven't met until just now. Not yet, at least. I just graduated from the Academy as a temporal agent. That being said, it's quite possible that we will meet in the future. Well, my future. Tell you what, I'll try to act surprised when it happens. Gut, das wäre erst einmal alles. Und jetzt nehmen wir hier die Nakul. Ist ein Nakul-Demonstrant. Die Nakul sind hier, um gegen die Unterzeichnung dieses ungesetzlichen Abkommens zu protestieren. Warum? Die Tullianer haben unsere Heimatwelt zerstört. Dank der Unfähigkeit der Föderation in einem dunklen Moment wurde mein Volk
Der Galaxis verstreut. Alles, was wir waren, unsere Geschichte, unser Leben, ging beinahe verloren. Und als wir die Föderation am dringendsten brauchten, wurden wir abgelehnt. Terroristen haben sie uns genannt. Kriminelle. Denn den Abschaum der Galaxie. Diese Worte, diese Taten werden niemals vergessen oder vergeben werden. Ich bin mir nicht sicher, was die Tragödie der Vergangenheit mit der heutigen Ereignis zu tun hat. Today, the Federation and their lackeys come to tell the galaxy which timeline is best and what they'll do to keep it that way. But who are they to dictate such terms? To tell us that their history is more important than ours? Sie hätten die Möglichkeit, also würden sie die Vergangenheit ändern, trotz der Risiken? Sie könnten ihre eigene Existenz negieren. Eine gute Frage. Sogar eine Debatte würdig. Sie sind die Sieger und Sieger schreiben die Geschichtsbücher, oder? Erstes. Meine Existenz besteht aus Elend und Schmerz. Das Leben eines Ausgestoßenen. Ich würde sie gerne opfern, um meine Heimatwelt zu retten und das Aussterben meines Volkes zu verhindern. Sagen Sie mir nicht, würden Sie nicht dasselbe tun? Ich würde der Versuchung widerstehen, das Risiko ist es nicht wert. Attention all guests, the main hall is now open. Please make your way to your seats. So, wir laufen mal ein bisschen. Man sieht gerade Klingonen, Gorn, Romulaner, Remaner und Klingone. Sieht nach Föderation aus. Die Feri. Das sah gerade nach Ferengi aus. Entschuldigung. So, wir haben hier einige zu quetschen. Ja, nehmen wir hier mal die Romulaner. Jolan Truth. You are from the past. From before the time the Romulans joined the Federation, I'll wager. How strange all of this must be for you. The entire galaxy unites in preserving the timeline. This is truly a momentous day for all. Oh, wir können optimistisch sein oder pessimistisch, aber wir gehen optimistisch an die Sache. So, Dominion. I am honored by the founders and pleased to observe this most historic event. Although the Dominion was not greatly affected by the development of time travel, we have an interest in safeguarding the time stream. Wir haben auch hier die Möglichkeit, das freut mich zu hören, oder die Gründer in Frage stellen. Wir machen das Erste. Tulliana Defiri, Ibreen. Time travel is a coward's one. Ibreen conspiracy refers to the past rather than the memory of the past. Let it see, future. Hier sind beide Sachen ganz gut. Ich bin sicher, Ihre Unterstützung des Abkommens ist willkommen. Einverstanden, mir gefällt Ihre Herangehensweise. Dann haben wir noch die Tulliana und die Deferi. Wir haben danach immer noch weitere zu besprechen. Nehmen wir die nächsten. Die Deferi. While the Accords promise to safeguard the time stream for us all, I can't help but ponder the opportunities for temporal abuse that will remain after they are signed. I fear great imbalance could occur, despite the very good intentions of all the signatories involved. Da haben sie recht, beziehungsweise sie setzen das Abkommen richtig durch, dann ist es kein Problem. Ja, gut, wir kennen das Abkommen jetzt so an sich nicht. Er sagt, da gibt es immer noch Schlupflöcher. Nimm mal das da. So, jetzt machen wir den Tulliana. The Vulcan Assembly has decided to support the Accords. We are concerned that a rogue individual or species could disrupt our development. The Accords do not go far enough. We want to end all time travel. For any reason. We will continue to lobby for change. Aggressively. Should the Union fail to preserve the timeline, the Assembly will succeed. By any means necessary. That is all. Ja gut. Obwohl die Tulianer, wie schon das mit dem Toxotat gemacht haben, ja, sie sind halt daran interessiert, die Zeitlinie zu erhalten und sei es auf sämtliche Möglichkeiten, freundlich und naturell zu verdanken, also sehr aggressiv oder ja. Gut. Wir haben jetzt die Sindhi und die Cardassianer. Da drüben steht noch einer. Dann haben wir
Gut, wir haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten hier zu besprechen. Ferengi, Lucari, Kooperative, Kobali und die Nakul. Ich glaube, wir gehen mal zu den Nakul. Das ist, glaube ich, so, was wir... Genau. The Nakul are not here to sign these accords. We have already been victims of time-traveling aliens. But somehow this incursion into the timeline has been overlooked. Perhaps because of its importance to the founding of the Galactic Union. We proposed an amendment to restore our home world in the timeline, but it was rejected. Therefore we are here, with all eyes of the galaxy upon us, to point out the hypocrisy and unlawfulness of these accords. Ja, die sind halt komplett dagegen, die wollen die Zukunft so gestalten, wie sie sie wollen. Jetzt können wir noch zwei ansprechen. Oriona, Ferengi, Föderation. Wir nehmen die Ferengi mal. These accords are going to provide quite the opportunity for our historical studies of economic matters. I hear the Grand Negus is going to formally announce several new temporal rules of acquisition soon. I hope at least one of them covers going back in time to beat someone to a deal. Wir haben auch die Möglichkeit, ihm zu sagen, hoffentlich so, dass solche Aktivitäten findet werden oder welche, die die Erwerbsregeln komplett ersetzen. Gut, einen haben wir noch. Föderation, Lucari oder Oriana, was haben wir noch? Kobali beziehungsweise der Kooperative. Nehmen wir Kobali. We Kobali are quite thankful to see the accords go into effect. Many who disagree with our customs could be tempted to return to a point in time where those customs could be disrupted permanently. Gut, sie hat ein bisschen was anderes erzählt. Sie hat permanently gesagt, das heißt also andauernd. Das steht nicht ganz so da drin. In der Tat, niemand hier ist ohne Feinde, die ihn aus der Zeit tilgen würde. Gut. Wir haben jetzt optional, können wir mit den übrigen noch sprechen? Ja, machen wir. The Borg have a checkered past when it comes to time travel, particularly where the Federation is concerned. Thankfully, we've had the chance to make amends. The Cooperative is proud to be a part of today's proceedings. So wie ich, eine Ehre. So, jetzt haben wir hier noch die Lucari. Greetings. Pardon me for saying so, but you look very familiar. Have we met before? Wait, I remember you from my history studies. You saved our home world. There's a statue in your honor in the capital city on Lucari Prime. Oh, wait. That's already happened for you, right? Oh, good. That'd be just my luck to cause a paradox here, today. Can you imagine? Ja, es wird auch wirklich seltsam. Ja, Oriona sprechen. I am reminded of a quote from ancient Earth. And when Alexander saw the breadth of his domain, he wept, for there were no more worlds to conquer. Es wurde von Alexander gerade die Sprache, deswegen auch die Antwort. Alexander hätte sich die Sterne widmen sollen. Da gibt es ja Menge zu erobern. Hier, das was gesagt wurde, steht hier nicht mehr drin. Nehmen wir das Erste. Wen haben wir noch? So, einen Botschafter haben wir noch. Botschafter Föderation sprechen. Hm. Your uniform, 25th century, correct? You're definitely a visitor from the past, and an honored one at that. Welcome to the 28th century. I hope you'll enjoy seeing what your work and sacrifice has wrought. Gut, wir haben einmal vielen Dank für diese Ehre. Oder wir haben, wenn dieses Abkommen getreu umgesetzt wird, das mit Ehre, aber Ehre ist immer schön. Vor den Klingonen gegenüber. So, da drüben haben wir jetzt einmal, ich glaube, das hier ist, genau, der Zeremonienmeister. Dann haben wir hier drüben noch zwei weitere, die Sindhi. The Sindhi are no stranger to temporal affairs. The tragic conflict with Earth in the 22nd century and our manipulation by the Sphere Builders are matters of deep shame for us all. We support the Accords with the hope that they will prevent such tragedies from this day forth.
Ja gut, hier nehme ich auch das oberste wieder, ein würdiges Ziel. Cardassianer. I must say, I am privileged to witness this historic event. Truly it is a singular honor. I'm humbled, as I'm sure you are as well. In der Tat, heute schreiben wir Geschichte. Ich bin mir sicher, das wird interessant. Ja, klar, das, machen das. So, wir haben das abgeschlossen. So, man hat mitbekommen, also die meisten alle dafür, bis auf die Nakul. Verständlich. Ich kenne die Weitergeschichte jetzt. Blick in die Zukunft. Bisschen komplex gleich, ein bisschen... Wir lassen uns mal überraschen, was jetzt so weitergeht. Wieso das Ganze jetzt nicht schon vorher gesehen wurde. So, Zeremonienmeister sprechen. One of our very special guests. It is so nice to meet you. I am Wixit, your humble master of ceremonies for this historic event. Quite an honor, wouldn't you say? So exciting! This ceremony is about to begin, so you should find your seat. But I'd love to chat with you after the signing. Ich muss mal kurz eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich freue mich drauf. Wird auch Zeit. So, wollen wir loslegen. Delegates and honored guests, your attention please. The signing ceremony is about to begin. Please take your seats. So, wir sollen die Plätze einnehmen. Hier drüben ist irgendwo ein Platz für uns. Und ja, da können wir uns hinsetzen. Platz nehmen. Representatives from dozens of species have gathered to witness this historic event. It looks like they are getting ready to begin the formal signing. Of course, this is largely ceremonial. The negotiation... Wait! There is some kind of disturbance. This oppression will not stand! The time stream shall be free! We will liberate the galaxy from the tyranny of the Temporal Accords! We shall wipe the stain of the Federation from history! Quick, get the delegates to safety! The Krenim are taking the delegates hostage! Ja, da geht das schon nicht gut los. The delegates and are holding them hostage in some nearby offices. This is damn peculiar. We're facing a major temporal flux here. The hostiles have neutralized embassy security, but it looks like they weren't expecting us to be here. It's up to us to rescue the delegates. So, besiegen Sie die Streitkräfte der Krenim und retten Sie die Delegation. Die Krenim sind aus Voyager zu bekannt. Schön, dass wir zum Waffenabkommen mit unseren Waffen gekommen sind. Watch out! More Krenim beaming in! So. More Krenim! Neutralize them as quickly as possible. We need to save those delegates. Verschlaste. So. Alle frei? Nein, da drüben noch mehr. Auch wir schmeißen eine Granate. Ich glaube, wir können auf der Seite raus. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, wir können hier raus. So, kommen wir mal kurz hier raus. Wir können schön weit gucken. Da ist irgendeine Konsole. The Krenim are holding us hostage, requesting immediate assistance. Sicherheitsteam. Und dann schalten wir die mal aus. Hang on, we're on our way. Boom und weg. Dann haben wir schon mal zwei weniger. Cooperate and you won't be harmed. Read this and you're
So. Die Fury. My life path was at an end. My thanks for proving me wrong. Gern geschehen. So, war Nummer 1. Wir haben insgesamt noch 4 Stück vor uns, wenn ich die sehe. Und den ersten Mal kurzerhand hier mit Granate und weg. Mit dem Botschafter sprechen. It was a good day to die. Father Cranham. Kapla. Es war ein guter Tag zu sterben. Für die Krähen. Schon geil. Klingonen sind schon geil. So, und Granate drauf. Und die nächste anvisieren zur Spalte. Dann wollen wir mal. Alle auf den, Jungs. Mädels. So, erste weniger. Und den Jungs. Granate. Oh. Auch erlegt. So. Da drüben. Und Granate drauf. Zack. Ah, der Spalt ist schon nicht schlecht, den wir da haben. Weil ich den habe. Zack. So, die Kränen sind ausgeschaltet. Die Gegenstände nehmen wir mal mit hier alle. So. You saved my world. And now you saved me. I'm beginning to like you. Gut. Ja. Rausgebeamt. Und die nächsten. Und Granate drauf. Und als nächstes gleich die Spalte. So. Ach, mit dem kann ich reden. I shall live to serve the Founders another day. My thanks to you, of course. Naja. This wasn't supposed to happen. History says the Accords were signed and there was no mention of an attack. Gut. Transportraum 5 zum Hochbeam. Das sollte nicht passieren, wie er schon gesagt hat. Entschuldigung. Sie sehen wie Krenim-Schiffs Schiffe aus und sie greifen an. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die Zeit hier weiter beschädigen. Bestätigt. Oh, warte mal. Waffenstation besetzen. Das Schiff ist Geschichte. Die Krenim-Waffe an sich ist nicht schlecht. Die hat mir mit meinem anderen Charakter richtig Probleme gemacht. Yeah.
So, ich muss das Ding unbedingt vor die Waffe kriegen. Ja. So, dann wollen wir ihn mal aufhalten. Zack. Zack. Feuer. Damit ist das Kriegsschiff auch Geschichte. Ja. Schilde kann ich nach und nach wieder aufbauen. Also das Schiff macht jetzt richtig Spaß, vor allem mit der Ausrüstung. Ich wollte mal kurz was anderes nochmal machen. Das ist jetzt hier so nur ein bisschen Geplänkel nebenbei, was für mich dazugehört zum Spielen. So, wir warten noch ein bisschen. Wir lösen das mal kurz aus. Umso besser ist das. Wir kriegen ein Kriegsschiff wieder vor die Nase gesetzt. Aber dieses Mal sind wir... Das hat noch Abladezeit. Das ist noch da. Sehr gut. Und Feuer frei. Und Feuer. Und wir laden mal unsere Schilder. Und raus aus dem Strahl. Was er kann, kann ich auch. Er hat mich ein bisschen versucht, das zur Phase zu schieben. Aber wie man sieht, mit dem Schiff geht das schon richtig geil. The Krenim attack as a cover to attack the temporal sensor array. All our forces are tied up fighting the Krenim. We can't afford to lose that array. It monitors the time stream for incursions. If it were damaged, people could travel into the past without being detected. Curious. The Krenim and Nakul vessels have started fighting each other in the confusion. Let's make the most of that, shall we? Gut, verstanden. Also die Nakul und die greifen sich gegenseitig an. Das heißt, wir sollten hier auf, was jetzt rechts bei Elisa Flores, auf das großflächig verzichten. Um uns nicht alle jetzt gleich als Gegner zu holen. Wir werden uns hier nach und nach so krallen. Oder wir warten einfach, bis die da sind. Auf jeden Fall sind die Nakul müssen weg. Ich hasse diese Waffe. Weil die können richtig übel zuschlagen damit. Dann nehme ich lieber die Krenim. Ach so. Ja, scheuern die uns auch schon auf uns. Egal. Dann hauen wir mal richtig aus. Mist. Egal. Diese Geschichte. Sieht schon geil aus. Wo ist der nächste Kampf? Da unten. Das heißt, wir müssen da ran. Da wollen wir mal. So, wo ist der Kampf? Da oben ist er. Ja gut, dann hauen wir da gleich mal mit voller Breitseite rein. Oh, ich hasse die Waffe. Ich habe das schon gesagt, ich hasse die Waffe.
got the Krenim on the run over here. Stay focused on the array. Verdammt. Oh, fuck. So, jetzt sollen wir die Anoraks angreifen. Da hinten ist er. Wir sind ziemlich kampfbereit. Ja, die ist wieder vollgeladen. Lädt sich auch gerade auf. Also ich sehe jetzt nichts, was jetzt... erstmal die Begleitschiffe zerlegen. Und dann haben wir trotzdem schon mal das Große raus. So, auf die Anoraks. Und da ist er weggeworfen. I seem to remember a little about him from my briefing on your timeline. He was a Krenim researcher on the Anoraks Timeship Project, if memory serves. Ja, und er hat uns gegen die Ikorianer geholfen. Sag ja, Ikorianischer Krieg, I thought as much. Something must have disturbed the timeline. I'm afraid you will need to return to your own time to investigate. I'll accompany you, but I can't interact with anybody from your time. I'll open a portal when you're ready. Sind Sie bereit? Are you ready now? Ja, wir sind bereit und los geht's. Also das Schiff macht schon richtig Spaß. So wie ich es jetzt gerade ausgestattet habe, das ist schon richtig geil. Ich sehe gerade, wieso SCOG in German da unten gerade geschrieben wurde. Normalerweise wird im NPC-Chat dort nichts passieren. Gut. Hier quatsch mal kurz. Welcome back to Kiana. We hadn't expected to see you again so soon. To what do we owe the pleasure? Gut. Noi? Well, he's been working on some secret project of late. To be honest, he's been more than a little hostile. And that's saying something for Noi. I was about to check in with him. If you would like to accompany me. Gehen Sie voraus. Oh, it's you. I thought I'd seen the last of you. What do you want? I'm very busy. Ja, scheint ziemlich aggressiv geworden zu sein. Kommen Sie schon, Admiral. Sie können doch lesen, oder? Greifen Sie auf meinen letzten Bericht an das Oberkommando zu, wenn Sie wissen wollen, woran ich arbeite. Ich verplempere Sie ruhig verplempern Sie ruhig etwas Zeit, bei der ich am Und verplempern Sie ruhig etwas Zeit bei der charmanten Sekretärin. Aber hören Sie auf, meine zu vergeuden. Wenn diese Befragung durch ist, würde ich mich dann wieder Wichtigerem widmen. Einen schönen Tag. Ich? Naja. Sie sind hier noch nicht fertig neu und mäßen Sie den Tonfall. Charmant wie immer. Das ist eine Ihrer besten Eigenschaften. Like I said, more than a little hostile. He's been like this for some time now and no one's sure why. Wir haben einen Grund zur Annahme, dass Verrat üben wird. Es ist möglich, einen Einblick auf das zu werfen, woran er gerade gearbeitet hat. Oder, ne. Treason? Noi? I mean, sure, he's been difficult to work with, but... Oh, I hope you're wrong. Noi has top-level access to everything we're working on here. I don't need to tell you how much damage that could do in the wrong hands. Let me call up his files. Danke. Ja, ich schaue mal, was passiert. He was working on the Anoraks. Wait a minute. It looks like he was accessing the launch protocols and docking clamp.
Zack, da liegt eine. Bomben. Ah, I see you found my farewell gift, Trala. I'm so glad. As for you, I'm taking command of the Anoraks now. I can see that bothers you greatly. So will the numerous bombs I've left behind. Weg sind, ist er. Mal schauen. Wir müssen die Bomben entschärfen. Oh, das war Nummer 2. Und Nummer 3 steht da unten. So. Er haut mit der Anorax ab. So, Aufsicht wiederbeleben. Dann versuchen wir es mal. Entschuldigung. Mit der Aufseherin sprechen. Noi stole the Anoraks? I can't believe it. How could he do such a thing? What drove him to betray us like this? Vielleicht finden wir einen Hinweis in seinen Logbüchern. There's only one way to find out. Computer, bring up the research notes and personal logs of researcher Noi. Authorization Trala 23, Victor 6 Sigma. Danke, Aufseher. Auf die Logbücher zugreifen. Wo ist die Konsole? Da ist er. Logbuch, blalala. Mach mal. Persönliches Logbuch Ergänzung, also von Forscher Clauder. Wir hatten heute ein paar Besucher von der Allianz. Neue war ziemlich unhöflich zu ihnen, aber ich habe das Ganze wieder richten können. Er hat immerhin gute Gründe, dermaßen gestresst zu sein. Der Krieg verläuft nicht gut und daher lastet jetzt sehr viel Druck auf ihm. Dadurch wünsche ich mir, dass er sich ein wenig umgänglicher benehme. Vielleicht richtet es ein kleines Friedensangebot. Diese terranischen Minikuchen, die er so mag, mit dem, wie heißt es noch gleich? Ah, Nugget. Nougat, Nugget. Ich wollte ihm gestern Nacht über das Baby erzählen, doch er war so unter Stress, dass ich ihn noch nicht zusätzlich belasten wollte. Hoffentlich normalisiert sich die Dinge bald wieder ein wenig, sodass ich es ihm sagen kann. Zum Hauptquartier zurückkehren. Logbuch NDZ 078. Persönliches Logbuch Ergänzung. Mein Bericht über die Dateien in der Zeitkapsel ist fertig. Was ich erfahren habe, hat mein Wesen erschüttert. Man hat ihm gerade gesehen, er hat einen Vollbart gehabt, jetzt hat er hier nur so einen Spitzbart. Ich habe eine Frau und sie war schwanger. Meine Frau und das Kind wurden von der Föderation und deren Verbündeten ermordet. Sie haben mein Volk vernichtet, meine Familie ermordet und eine gesamte Spezies außer Zeit und Raum gelöscht. Das werde ich nicht akzeptieren. Ich schwöre, dass ich nicht ruhen werde, bis ich meine Familie gerettet oder ihren Tod gerecht habe. Die Zeit selbst soll das Werkzeug meiner Rache sein. Man müsste dazu ein bisschen Hintergrundgeschichte aus Star Trek Voyager kennen. Ja. Logbuch NDZ 187 öffnen. Personal log supplemental. At last I have found them. The Deuterians. Or rather what they have become. Some of them managed to escape the treachery of the Federation, finding sanctuary in a transdimensional void. They are powerful. So powerful that some primitive species worship them like gods. And yet they are trapped in their realm, no longer able to exist within prime space. But I can help them. I can release them from Durant's Vile. With these builders at my side, I shall have my vengeance for Clauda. Zurückkehren. Also sie haben ganz oben erfahren, dass sie schwanger ist, Clauda. Auf dem Logbuch, was er eben noch nicht erzählt hatte. So, ne? Download complete. So. What the? We're under attack!
Gut, zwei Schiffe wieder gegen den Rest der Welt. Oder gegen den Rest des Universums wieder mal. Wenn überhaupt zwei Schiffe. Noi has returned, and he's made a number of potent modifications to his ship. We could use some help up here with him and his allies. Und wir beamen wieder auf unser Schiff. So. I have been waiting for this for a long time. At last, I take the first fateful steps upon my path of vengeance. Naja, leitender Forscher Noe. Jetzt sie hat einen Vollbart. Aber ich habe sie doch gerade gesehen. Woher haben sie ihr Verbünden mit, was haben sie mit der Onarox gemacht? Sie werden ihr letztes sein, was sie nicht aufpassen. Blablabla. Halten sie sich zurück. So, wir machen das erste. As always, your thinking is so limited. For you, it has been moments. But for me, it has been years. Years of planning, building. All to return to this moment in time. To end you. Dazu muss es nicht kommen. Oh, but it does. Believe me. You took them from me. My wife, my unborn child. Time was your weapon then, and it is mine now. With it, I will eradicate your wretched alliance, just as you wiped the Tutarians from history. But first things first, it's time for you to die. Egal, was wir eigentlich antworten, wir werden. Wir sind besser als das, oder ich glaube nicht, dass sie Wissenschaftler und kein Captain, lalala, geben sie sofort auf. Egal, was wir machen, ich glaube, es wird sowieso zum Kampf kommen. This is Walker. We've got our hands full with Noi over here, but we'll keep him busy while you defend the station. We could use a hand once it's secure, though. Anorax packs quite a punch. Bestätigt. So, dann wollen wir mal die Station ein bisschen retten. Wieso müssen wir rechts wenden? Ach, da. Alles in die Waagschale. Feuer frei. Da ist gleich kein Schiff mehr da. Halt, jetzt hinter das Schiff. Na gut, dann wollen wir mal hin beschleunigen. Da ist das Kren im Kriegsschiff. Da hinten ist die Anorax, man sieht es im Hintergrund. Und da ist die Station. Entschuldigung. Oh. Die sonstige Taktik, die sonst habe, funktioniert nicht. Das ist doof. Schiffe aus dem All geblasen. So, da vorne sind zwei Schiffe. Wir nehmen das kleinere als erstmal in Angriff. Die Anorax kann warten. Oder muss warten. Können wir kurz vorpulsen. Oh, das reicht. Und hauen wir alles raus, was wir haben. Wow. Wow. Ich muss mal das Schiff mal kurz wegdrehen. Oh.
Wow. So. Alter Falter. Ah, doch noch zu früh ausgelöst. Schade. Oh, wir fliegen gleich hinterher. Auch sehr schön. Ich hätte gerade was ausgelöst, was ich gebrauchen konnte. Admiral, wir sind mit der Anorax in den Zeitfluss gezogen worden. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Ziehen Sie auf den Maschinenraum und deaktivieren Sie den Hauptantrieb. Oh, wir werden jetzt ein bisschen beschleunigen. Dazu werden wir uns nebenbei ein bisschen reparieren. Alles, was wir an Energie für die Schilderin vor den Schilder rauswerfen können, werden wir verwenden. Er hat unser Warpfeld beschädigt und konnte im Chaos entkommen. Damn! A rogue agent out there with a ship like the Anorax is a real big problem. One step at a time. Let's get you back to the 25th century once you're ready for the trip. Also, verdammt, ein abtrünniger Agent mit einem Schiff wie der Anorax stellt ein ernsthaftes Problem dar. Aber ich fürchte, es kommt noch etwas schlimmer. Mein Wissenschaftsoffizier sagt mir, das neue Schiff die Technologie der Sphärenbauer verwendet. Scheinbar sind sie zurück und sehnen nach Rache. Wir haben viel zu tun, aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal bringen wir sie ins 25. Jahrhundert zurück, sobald sie dazu bereit sind. System verlassen. Na gut, wir werden zurückgebracht. So. Das Rad der Zeit, Kommandier. So, Noi turned against us, huh? This is troublesome. With his theft of the Anorax, he poses a great threat to the galaxy. Sadly, I don't think we've seen the last of him. The surprise actions of the Nakul are also a concern. What could they be up to, our mother? Regardless, I think you'll agree. The battlefield just got a lot bigger. Gut, deutlich, das Schlachtfeld ist größer geworden, lalala. Wir kriegen die Lithiumerz. So, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das hier, chronotonisches Poleron-Schaden, ich bin jetzt nicht so für Poleron-Schaden persönlich. Ich habe extra alles jetzt auf Phaser-Schaden bei der Föderation gelegt. Deswegen werde ich Rat der Zeit, ich werde jetzt hier nicht das Set sammeln. Das hier wäre nochmal ganz interessant, weil es Waffenenergie herstellt. Aber brauchen tue ich es nicht wirklich. Wenn man hier mal ein Schiff anguckt, die Atlas. Ich könnte die Konsole nicht mal verwenden. So, deswegen nehme ich die Belohnung. Und löse auch gleich die das wird jetzt hier gleich wieder einen Folgenschnitt geben. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann das temporale Front an. Aber jetzt gucken wir erst einmal rein, was es gegeben hat. Sie haben einen Gegenstand. Sie haben zwei Auslassgutscheine erhalten. Einmal Concorde Führungsschlachter. Also das heißt, wir haben hier was für gekriegt. Moment, Schiffsliste müsste hier sein. Da. Ja. Ich werde das Ganze gleich mal machen und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir die temporale Front annehmen.